In nur 2 Minuten lassen sich solche Strukturen ins Holz einarbeiten. Aber wie geht das? Das verrate ich dir in diesem Video und zusätzlich noch viele Tipps und Tricks, wie man Dosen herstellen kann. Viel Spaß beim Video. Das ist ein cooles Projekt, um seine Restholzbestände ein bisschen zu minimieren, weil ihr kennt das, Resthölzer wachsen wie Pilze aus dem Boden bzw. aus dem Regal. Und das werden wir jetzt ein Stück weit minimieren. Was nehmen wir denn? Oh, hier, ein Stück Ahorn werden wir hier richtig schön aufhupschen. Ich arbeite gerne mit diesem Stepcenter hier. Das habt ihr bestimmt ein paar Mal schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, Stepcenter heißt das Ding. Ist nicht billig, aber funktioniert wirklich richtig geil, weil ich brauche auch das Drechselfutter dazu nicht zu wechseln. Übrigens, was sagt ihr zu meinem Haarschnitt? Ich weiß, sieht scheiße aus, ja. Aber habe ich selbst gemacht. Stefan, das ist ein Multitalent. Der kann fast alles, außer Haare schneiden. Das kann er noch nicht so gut. Die Schwalbenschwanzverbindung, die mache ich mit dem Meißel. Dieser Schrägschliff, der ist wirklich exakt so geschliffen, dass ich das in die Schwalbenschwanzaufnahme hier aufnehmen kann. Unser Rohling, der ist soweit vorbereitet und jetzt kommt das Magic-Werkzeug zum Einsatz. Und zwar dieses Ding hier. Das erinnert so ein bisschen an ein Fahrradritzel, wie ich finde. Und zwar können wir hier verschiedene Formen einarbeiten. Der Kreativität sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Ich werde euch ein paar Möglichkeiten zeigen, was man damit machen kann, ein paar Formen herstellen. Und dann könnt ihr für euch selbst eine Form aussuchen, wo ihr Bock drauf habt. Und dann könnt ihr das anwenden. Die Handauflage will ich ungefähr so, dass ich mit dem Rad hier in der Mitte arbeiten kann. Drehzahl circa 700 Umdrehungen. Das hat ja einen Durchmesser von, ja, ich würde schätzen, 80 bis 90 mm. Das Erste, was wir jetzt einfach machen, wir ziehen einmal komplett durch und schauen, was passiert. Mit gewissem Druck müssen wir hier schon arbeiten, damit wir diese Form hineindrücken können. So sieht die erste Form aus, eine Spirale. Sieht an sich schon mal nicht schlecht aus, aber man kann natürlich wesentlich mehr daraus holen. Schauen wir mal, was da noch so geht. Jetzt mal ganz flach gehalten. Und schon sieht das Ganze ein bisschen hypnotisch aus, oder? Einstiche trennen die Segmente voneinander und dann sieht das noch ein bisschen ansprechender aus. Vorher einzeichnen, damit man weiß, wo man diesen Einstich auch einarbeitet, sonst sieht es nicht so gut aus. Die Form hier habe ich relativ flach gewählt und gerade hier abgedreht. Jetzt werden wir die Form mal so ein bisschen weiter abrunden und diese einzelnen Segmente noch ein bisschen kleiner machen. Ja, wenn man das zu flach hält, dann bringt man das Rädchen nicht zur Rotation und dann bekommt man auch diese Spiralen hier nicht hin. Kann einem gefallen, kann einem nicht gefallen, alles Geschmackssache, aber ich hätte das doch schon lieber rotiert gehabt. Wenn man hier nochmal ganz genau reinschaut, dann sieht man keine Ausrisse, das ist wirklich sauber gearbeitet. Ahorn ist natürlich ein feinfaseriges Holz. Wenn man grobfaseriges Holz nimmt, könnte das eventuell ein bisschen anders aussehen. Ich habe das aber auch schon mit Buche probiert. Das geht damit auch. Aber Ahorn ist wirklich ideal dafür geeignet. Ich habe jetzt noch einen Versuch gemacht und so lassen wir das. Oh yeah! Jetzt ist das offensichtlich noch keine Dose und daraus möchten wir natürlich eine Dose machen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man diese Mantelfläche hier so ein bisschen
hinterdreht macht, damit man das besser greifen kann. Man kann das natürlich auch gerade lassen, ist leichter herzustellen, aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Kennt ihr das? Ihr überlegt gefühlt eine halbe Ewigkeit und wisst trotzdem nicht, wie ihr das umsetzen sollt. Also so geht es mir oft. Ich weiß auch nicht, was manchmal mit mir los ist. Also ich habe schon eigentlich ein paar Mal gemacht, aber irgendwie, manchmal fehlt da irgendwas. Ich weiß auch nicht. Und das passiert, wenn man einfach so, sag ich mal, drauf loslegt, ohne die Teile vorher zu verbinden. Wie ich das meine mit dem Verbinden, das zeige ich euch gleich. Aber ihr seht hier, diese kleine Stufe, diese kann man verhindern. Der Deckel und der Korpus müssen vorerst getrennt und dann wieder mit einer Passung miteinander verbunden werden. Übrigens, alle Werkzeuge und auch den Magic Stick verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Der Dosenboden soll schön eckig werden und das mache ich mit dem Rundstab des Multitools. Die restlichen ein paar Zehntel der Passung mache ich mit dem Abstechstahl, da hat man ein bisschen mehr Gefühl. So ein Mist, zu locker. Zum Glück hat es keiner gesehen. Mit einem Hauch Sekundenkleber kommt man aus der Nummer wieder raus. Und erst jetzt, wenn die beiden Dosenhälften miteinander verbunden sind, können wir die Form so kreieren, wie wir sie haben möchten. Jetzt könnte man das jetzt schon so lassen, aber wir wissen ja, Holz arbeitet. Also diese runde, perfekte Form wird nie auf immer und ewig halten. Außerdem, wenn wir das aufmachen, dann haben wir hier diese scharfe Kante und das möchten wir natürlich nicht. Und ja, früher oder später wird man das sowieso sehen und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir machen uns wieder zunutze, was du nicht verstecken kannst, das musst du betonen. Jetzt machen wir da so einen kleinen Einstich, der das Ganze nochmal aufhupscht. Holzoberflächen sollte man versiegeln. Das ist hier in dem Fall ziemlich helles Holz. Und wenn ich da jetzt mit meinen dreckigen Patschehändchen reingehen würde, dann würde das ziemlich schnell verpickt aussehen. In dem Fall, eigentlich ist es egal, womit man das macht. Man kann das ölen oder man macht das mit der Shellac-Wachspolitur, dass man dann auch aufpolieren kann und auf Glanz bringen kann. Und das machen wir jetzt.
und fertig ist die Dose. Unbedingt nachdrechseln, das macht richtig Bock. Man kann diese Strukturen sehr, sehr schnell da einarbeiten und sich austoben und ja, viele, viele Möglichkeiten gibt es da. Ich hoffe, ich habe dir irgendetwas mit auf den Weg geben können. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.